Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ja, wir sind beim letzten Mal in der Folge stehen geblieben, weil wir ein bisschen darauf warten müssen. Ach so, hier ist noch gar nicht. Das können wir noch frei machen. Jetzt weiß ich auch, warum die Produktion hier so schleppend läuft. Wie Weil. geht's? Ach nee, Moment, hier oben haben wir zwei Holzfällerhütten. Ja, eigentlich sollte die Produktion ganz gut laufen, aber. Sie tut es nicht. Ah, Ziegelsteine, das ist sehr schön. So, dann machen wir hier eine Verbindung mit der Holzfällerhütte hier unten. Und ja, die haben 95% Auslastung. Die auch, wenn jetzt noch eine Holzfällerhütte kommt, werden sie wahrscheinlich noch mehr Auslastung haben. Dementsprechend würde ich mal glatt behaupten, wir bauen Alles, jetzt was du hier bisher noch eine errichtet hast, hin. war aus Holz. Wir brauchen mehr davon, um weiterzumachen. Ja. Das ist mir schon klar. Deswegen habe ich das Sägewerk erstellt. Dafür brauchen wir jetzt aber wieder neue Arbeiter, ne? Ich sehe es schon. Okay, die Bauernhäuser, die müssen wir dann auch ein bisschen auffüllen hier. So. Kommt mir das eigentlich nur so vor, oder ist hier so ein Knick irgendwie in der Landschaft drin? Also irgendwie sieht das sehr seltsam aus. So, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Brauchen wir aber, um weiterzumachen. Deswegen setze ich die zumindest schon mal hin, dass sie gebaut werden. Oh. Es hört sich entweder nach Mittagspause an oder nach Feuerwehr. Ich hoffe nur Mittagspause. Sir Archibald hat einen Handel abgeschlossen. Der hat wahrscheinlich Fische bei mir gekauft. Das ist natürlich super. So, Metzgerei. Die müssen wir auf jeden Fall bauen. Es tut mir leid, weil es sind natürlich alles Kosten in Bezug auf Steine, aber die Metzgerei ist sehr, sehr wichtig, damit unsere Arbeiter auch zufrieden sind und bleiben. Die haben genug, sehr schön, aber die haben natürlich jetzt noch das Bedürfnis nach Brot. Da wollte ich mich auch noch drum kümmern. Das werde ich dann wohl hier irgendwo hinstellen, nehme ich an. So, wir bauen erstmal die Bäckerei. Dann die Mühle. Und dann. Die Getreidefarm, weil ich nämlich nicht genau weiß, wie groß und wohin ich dieses Getreidefeld machen muss. Jetzt noch mal schauen. Das können wir hier noch dranhängen. Das geht nicht mehr. So, sehr schön. Dafür brauchen wir normale Bauern, genau. Wir sind völlig unterbesetzt. Ja, das ist mir schon klar. So, die Mühle muss auf jeden Fall noch rein, das ist auch ganz wichtig. Für die Bauern muss ich erstmal drauf warten, dass wir endlich wieder Holz kriegen. Das ist alles so ein bisschen mühselig, wie ich finde, aber okay. Wir haben jetzt hier schon drei Produktionen an Holz und Sägewerken drin, also sollte es eigentlich funktionieren. So. Wir haben immer noch keine, oder? Warum haben wir noch keine? Ach, weil das Ding immer noch nicht gebaut worden ist. Ist das jetzt euer Ernst, Leute? Ah, bauen Sie Lagerhaus und stellen Sie mit einer Straße eine Verbindung zu einem Kontor oder Lagerhaus hin. Ja. Ja, warum auch immer. Moment, hier haben wir ein Lagerhaus. Da haben wir ein Lagerhaus, da haben wir ein Lagerhaus. Das reicht ja erstmal. Ich würde sagen, ja, da wir hier ja doch sehr viel produzieren, dass wir vielleicht hier nochmal so ein Lagerhaus hinstellen. Vielleicht so hier.
kann man das nämlich so ein bisschen besser verbinden. Die Frage ist jetzt nur, was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir jetzt die Bretter. Okay. Okay. Ja, warum das jetzt eigentlich nochmal kommt, keine Ahnung. Aber ist ja nicht schlimm. Ah, jetzt können wir das Lagerhaus bauen. Ich erkenne dich gar nicht wieder. Warum? Ich meine, ist unser Lager an sich ja groß genug? So, der Fisch, der ist irgendwie immer komplett überfüllt. Nur die Fleischproduktion, die geht nicht voran, weil wir dafür noch Leute brauchen. So, Bauernhaus können wir jetzt endlich mal bauen hier. Dann gucken wir auch gleichzeitig, ob wir hier nochmal eben... Ne, da ist noch nicht genug drin. Die können wir nicht machen. Oh, jetzt habe ich wieder zu viel von den Bauernhäusern gebaut. Das ist immer so ein bisschen schleppend jetzt bei der ganzen Sache, aber na gut. Als ich das mal angetestet hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, wobei ich dazu sagen muss, dass ich da jetzt nicht so viele Häuser hatte. Das war wirklich nur der Anfang, den ich mal ein bisschen angetestet hatte. Und da hatte ich das Problem definitiv nicht, weil die Produktion mit zwei von den Holzfällern und Sägewerken definitiv hoch genug war. Aber ja, so schnell kann sich das dann ändern. Fröhlicher Bauer, das ist schön. Zufriedener Arbeiter. Ja gut, die werden jetzt noch mit Wurst beliefert. Der ist auch zufrieden. Ja, ich würde ja... Nee, ich habe das Ganze ja schon gebaut. Eigentlich müssten die genug... Ah nee, die haben jetzt... beobachtet. Ja, ja, ihr werdet beobachtet, genau. Ihr braucht eigentlich mehr Leute, ne? Ich habe meine Familie bei mir. Was will man mehr? Ja, genau. Das finde ich auch. So, schmeißen wir hier noch ein paar hoch. Da sind noch nicht genug drin. Keine Ahnung, warum da jetzt nicht genug drin sind. Da sind genug drin, aber immer noch nicht. Ah, es wird langsam ausgelastet hier. Sehr schön. So, dann schauen wir nochmal eben nach. Ja gut, so schnell kann es natürlich dann nicht gehen mit der Versorgung mit Brot. Das wird dann noch ein bisschen dauern. Schauen wir mal hier oben nach, ob wir jetzt für die Segel alles haben. Immer noch nicht. Da fehlt jetzt das Holz immer noch. Okay, aber wir haben zumindest schon mal die Kupferbarren oder was das waren. Neues Gebäude freigeschaltet. Was haben wir denn da? Seifenproduktion. Das ist schön, wobei ich ehrlich gesagt immer noch nicht weiß, wofür wir dafür die Schweinezucht brauchen. Hat wahrscheinlich was mit dem Teig zu tun. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ah, wir können endlich die Weberei fertigstellen. Sehr, sehr geil. Dann können wir jetzt auch bald den Auftrag abschließen. Haben wir hier noch irgendwas, was wir... Ab sofort an jeder Straßenecke. Silos, die Lösung für Viehzucht. Agrarunternehmen im Rampenlicht. Silos sind auf Tierhöfen weltweit schon jetzt unverzichtbar. Ich wollte meine Täubchen bemühen, aber jetzt bist du ja da. Eine Lieferaufgabe, oh je. Okay, ja, aber ich würde gerne noch lesen. Man tut, was man kann, um zurechtzukommen. Mit raffinierten Verteilungssystemen wird Futter gelagert und an das Vieh verfüttert, wodurch das Grasen beschleunigt wird. Wir sind gespannt, was die Farmen von Gameplayerinnen mit Silos erreichen können. Ja, nur dass ich noch keine Silos habe. Ich weiß, Sie sind beschäftigt, aber ich habe da eine Bitte. Ja, ein Silo errichten, das ist so eine Sache. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt ein Silo errichten kann. Die Produktion hier... Müsste dann normalerweise bei den Arbeitern sein, aber unter Brot ist es nicht zu finden. Ja, Kirche ja sowieso nicht. Stahlträger ist natürlich was anderes. Tja. In einer Schweinezucht. Wo haben wir denn die Schweinezuchten? Hier oben, ne? In einer Schweinezucht. Da steht aber auch nichts von Silo drin. Hm. Ja, wie ich die jetzt erstellen soll, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau. Müssen wir uns aber drum kümmern. Aber wir haben hier erstmal, holen Sie von Leuchtturm ab, geht Sie nichts an. Okay.
Ach, das ist der Zielort. Okay, Moment. So. Kommen wir denn hier hin? Ja, ne? Ja, okay, perfekt. Ist das denn ein weiter Weg? Ich habe jetzt, weiß jetzt gar nicht, wo das ist. Normalerweise müsste ich doch auch da draufklicken können, damit ich das Ganze verfolgen kann, wo der hinfährt. Sag mal. Aufgabe verfügbar. Wenn Sie sich jetzt dran halten, sind Sie zum Tee zurück. Bietet Ihnen eine Lieferaufgabe an. Holter die Polter. 26 Tonnen Ziegelsteine. Wollt ihr mich verarschen? Ich weiß gar nicht, ob wir so viel überhaupt lagern können. Okay, wo willst du denn eigentlich hin? Ich weiß nämlich nicht, wie das hier mit der Karte ist, wie der Zielort aussieht. Der will aber anscheinend irgendwo hier unten rum. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich hoffe, dass wir auch noch eine freie Insel finden, weil ich kenne es von den früheren anderen. Das Puzzle setzt sich zusammen. Okay, sehr gut. So. Zielort dahin, okay. Wo sind wir denn hier gerade? Da unten. Ach du Schande. Okay, ja, das kann dann wohl noch was dauern. Zumal unser Schiff hier gerade nicht das schnellste ist. Okay, das mit den Ziegelsteinen, da guckt man dann auch mal. Also immer alles anzunehmen hat natürlich auch Nachteile. Aber ich sag mal, wir müssen natürlich erstmal ja, was annehmen, um dann gucken zu können, ob wir das überhaupt machen können oder nicht. Weil man weiß es ja nicht im Voraus, das ist ja das Problem, was das überhaupt für Aufträge sind. Man weiß zwar in etwa, worum es geht, dass man was ausliefern soll und so, aber das war es dann ja auch schon. So, also die Sternchen scheinen die Aufgaben zu sein oder in dem Fall jetzt die Zielorte der Aufgaben zu sein. Dann werde ich das jetzt hier erstmal laufen lassen und hier mal eben schauen. Was ist mit dem? Waren produzieren und hier abliefern. Wann zeigst du endlich etwas Dankbarkeit? Was? Wo so. Bleibt mein Segeltuch? Ja, ja, nichts, hier. Was du tust, wird die dunklen Wolken vertreiben. Ja, ja, laber nicht. So, das andere ist dann hier. Das Leben ist kein Zuckerschlecken, hat Mom schon immer gesagt. Ja, ich würde Geleitschutz machen. Wenn ich soweit fertig bin, steht zum Glück jetzt nicht, dass es zeitlich gebunden ist, dann würde ich erstmal abwarten, bis das Schiff hier angekommen ist. Ich mache das mal ein bisschen schneller, weil sonst wäre das blöd. Und wir müssen natürlich auch nochmal dringend zurück, weil wir die Produktion erhöhen müssen, beziehungsweise verbessern müssen. Na, wo fährst du hin? Da hinten. So, wir machen nämlich im Moment richtig Minus. Was natürlich jetzt heftiger ist, weil ich die Zeit jetzt schneller habe laufen lassen. So, dann liefer mal die Waren ab. Es wird gemunkelt, du hast es erledigt. Ich denke. Die Schuld ist hiermit beglichen. Perfekt, danke schön. So, So, du fährst jetzt dahin. Oh Gott, da oben haben wir schon wieder die nächste Aufgabe.
Leute, ihr könnt doch nicht so viele Aufgaben hier bergen. Das kann ich aber nur mit dem Schiff machen, oder? Ja, kann ich nur mit dem Schiff machen. Schade. Okay, jetzt merke ich mal wieder, wie gut es wäre, wenn wir mehr Schiffe hätten. So, Produktion. Kein Platz mehr frei. Es fehlt am Bauern. Wieso fehlt es jetzt wieder am Bauern? Moment. Ich dachte jetzt eigentlich, wir haben keinen Platz für die Bretter. Ja. Da würde ich sagen, müssten wir dann auch mal verkaufen. Wieso kann ich da nicht draufklicken? Hallo? Bleib stabil, nimm zu. Hallo? Lagerhaus ausbauen. Ah! Sehr geil. Ja, da das ja ziemlich zentral ist, würde ich sagen, machen wir das mal eben. Oder auch nicht, weil er das nicht annimmt. Wieso nimmt er das nicht an? Hallo? Kann man das nicht machen, indem man da draufklickt? Weil die Umbaukosten und so habe ich doch alle. Also im Moment scheint das Spiel leichte Probleme zu haben. Ich werde mal kurz speichern, vorsichtshalber. Weil wenn ich jetzt hier doppelklicke, was ja normal wäre, tut sich gar nichts. Und hier kann ich irgendwie auch nichts ausbauen. Das ist ein bisschen problematisch gerade. Ich weiß nicht, also bisher habe ich noch nichts von dem Bug gehört, was das betrifft. Ja, ausbauen. Ich würde gerne ausbauen, aber du willst mich ja nicht lassen. So, nee, die machen wir mal weg. So. Nein. Bauern. Häuser. So. Ich meine, damit ist jetzt sowieso das Holz erstmal wieder weg, davon mal abgesehen. Wenn wir jetzt hier mal wieder eine ganze Riege reinstellen. Es bleibt halt nicht aus. Was ist mit zu viele Transporter? Was? Wie? Wie zu viele Transporter? Ich weiß nicht, warum der das nicht ausbauen will. Okay, also die Handelskammer stellen wir hier auf jeden Fall erstmal hin. Können wir das dann da auch nochmal ausrüsten? Nee, schade. Kann man das hier wieder rausnehmen eventuell? Auch nicht. Das ist natürlich doof. Okay, dann lassen wir das jetzt erstmal so da oben stehen. So, können wir hier vielleicht was auf... Oh! Das funktioniert jetzt. Ich weiß nicht, warum das jetzt funktioniert hat und die anderen nicht. Aber okay, Vorbedingung ist, dass ein Handwerker vorhanden ist. Fehlende Ausbaukosten. Okay, jetzt haben wir die Steine nicht mehr. Das kann ich jetzt nachvollziehen. Aber es ist trotzdem ganz komisch, warum das stellenweise so am Haken ist, dass man hier überhaupt nicht draufdrücken kann. Also das finde ich in dem Spiel bei fortlaufendem... Das mit den Transportern verstehe ich irgendwie überhaupt nicht. Und jetzt haben wir übrigens das Problem, dass wir zu wenig, also was heißt zu wenig, aber dass wir relativ wenig Fische haben. Das muss ich auch nicht verstehen, aber okay. Das können wir noch nicht ausbauen. Da sind noch nicht genug Leute drin. Was haben wir denn hier für eine Aufgabe? Ich würde Sie nicht danach fragen, wenn ich nicht wüsste, Sie verstehen mich. Okay. Wir würden ungern den Vorarbeiter deswegen anhauen. Worum geht es denn überhaupt? Irgendwas Neues. Ja? Nur ein wenig Beachtung. Mehr braucht's nicht. Ein Schlachter. Ach so, für die Hand... Ah! Aha! Moment, wie viel Einfluss hat die? Die hat auf jeden Fall... Bei einer Metzgerei hat es auf jeden Fall Einfluss. Beeinflusst Metzgerei und Schweinezucht. Ja, geil. Boah, das ist doch perfekt.
Ja, das ist doch wirklich geil. Nehmen Sie ein Schiff und retten Sie... Ja, das würde ich jetzt auch gerne noch machen, ja. Dem sollen wir Ziegelsteine ausliefern, die wir jetzt natürlich nicht haben. Sind wir denn hier mit dem Schiff eigentlich mittlerweile angekommen? Ja. Irgendwo muss man ja anfangen. Mal sehen, was du heraufbeschwörst. Okay, und nun? Müssen wir jetzt mitreisen, oder? Reicht das, wenn ich den jetzt einfach so... Leute, nähern Sie sich dem Schiff, um mit dem Geleitschutz zu beginnen. Hä? Wieso denn jetzt da oben? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Das ist doch jetzt ein ganz anderes Schiff. Das ist hier komplett in der Ecke. Wenn das hier schief geht, denk dran, du hast Willi das eingebrockt, du musst Willi da auch wieder rausholen. Was? Okay. Das sagen wir jetzt mal erstmal nichts zu. Na gut. Dann werden wir hier erstmal nochmal die Häuser ausbauen. Ah, sehr schön. Uns wurde gerade wieder ein Handel abgeschlossen. So. Also ich muss aber auch zugeben, man merkt ganz extrem, dass ich sehr, sehr lange, also viele, viele Jahre, kein Anno mehr gespielt habe. Und anfangs ist es dann immer ganz einfach und irgendwann kommen dann die ganzen Probleme und da muss man hier wieder nachlegen und da wieder nachlegen und es ist nicht unbedingt schwer, aber es ist manchmal doch recht nervig, muss ich dazu sagen. So. Können wir hier unten eigentlich noch? Ja, können wir auch. Dann machen wir das doch. Wäre ja Platzverschwendung, wenn wir das nicht nutzen würden, ne? So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein Plus. Das ist gut. Ein Plus der arbeitenden Bevölkerung. Sehr schön. So. Ja, da jetzt nicht. Aber hier können wir noch was machen. Da. So. Wie gesagt, wir müssen konsequent alles hier nutzen, was wir an Raum haben. Sehr geil. Das können wir sogar direkt drumherum machen. Okay, wir haben definitiv jetzt auch mehr Leute zur Verfügung, als wir eigentlich brauchen. Können wir denn... Nein. Sie entlohnen unsere harte Schufterei. Das hört man doch gerne. Ach, die wollen jetzt die Seife haben. Trübsal zu blasen. Eieiei, die wollen die Seife haben. Sag mal, Leute, was wollt ihr eigentlich noch alles haben? Als nächstes soll ich euch Duschen einbauen oder sowas. Das geht ja mal gar nicht. So, Moment, da brauchen wir jetzt aber ganz viele Sachen zu, ne? Wir brauchen eine Schweinezucht. Die braucht auch ein bisschen Platz. Dann würde ich sagen, dass wir erstmal mit der... Siederei anfangen. Vasenmeister, was brauchen die denn? Ach, die brauchen Eisen. Oh nee, ne? Leute, ist das euer Ernst? Woher soll ich denn jetzt Eisen kriegen? Moment. Eisenmine.
Und Köhlerei. Dann können wir Eisen herstellen. Die Frage ist nur, wo stellen wir... Das ist Zementvorkommen. Lehmvorkommen. Zementvorkommen. Ja. Wir haben ja aber nirgendwo was. Doch, Eisenvorkommen. Routine zum Hafenlagerhaus ist versperrt. Arbeiter haben wir genug. Was, Routine zum Hafenlagerhaus ist versperrt, hä? Muss ich jetzt erst den Weg bauen und kann das dann die Mine bauen oder was? Oder wie? Muss ich das jetzt verstehen hier? Ach so, das ist noch gar nicht freigeschaltet. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und was hat das jetzt mit ihr hier zu tun? Keine Ahnung. Wissen wir alle nicht so genau. Okay. Ja, manche Sachen sind sehr einfach und logisch und manche Sachen sind dann doch irgendwie kompliziert, um herauszufinden, was man da jetzt alles machen kann und sollte. Nähern Sie sich dem Schiff. Da sind wir ja gerade. Da draußen gibt es Haie. Und schlimm. Ja, ja, komm. Macht der das jetzt automatisch oder muss ich das jetzt machen? Jetzt muss ich da ernsthaft... Ich weiß ja nicht, wohin der will, aber jetzt muss ich da ernsthaft die ganze Strecke mitfahren, oder wie? Nee, jetzt macht das selber. Okay. Warum hat er das dann eben nicht gemacht? Egal. Hauptsache macht's jetzt. Die Frage ist nur, wo will der jetzt eigentlich hin? Weil ich schätze mal, dass der doch eine ziemlich lange Strecke hat, wo der eigentlich hin will. Das eine hier, das ist das mit den Bergen. Das heißt, eventuell möchte der da unten hin. Und ja, das ist eine lange Strecke. Oh, oh, oh. Schiff unter Beschuss. Ja, mach was. Los. Komm, noch mal. Nimm den anderen. Los. Nein, erst den, wo ich jetzt schon dreimal draufgeklickt habe. Geht doch. So, wir werden nur bald kein Schiff mehr haben, wenn das so weitergeht. Und wo ist jetzt der Typ, den ich eskortieren sollte? Ja, der ist ja lustig. Hallo. Der ist ja lustig. Der hat so eine Angst davor, aber fährt einfach mal weiter. Auch nicht schlecht. So. Die Frage wäre jetzt, kann ich irgendwie mein Schiff reparieren? Sieht mir nämlich nicht so aus. Oder ich repariere das automatisch, wenn ich wieder bei mir bin. Das weiß ich jetzt nicht. Der hat jetzt echt geil gewartet. Ich meine, wenn er jetzt nochmal angegriffen wird, hat er Pech gehabt. Ganz ehrlich. So, das mit dem Liefern, das wird allerdings noch problematisch werden. Das werde ich wohl nicht schaffen. Ist der jetzt mal langsam da? Ich meine, je schneller der da ist, umso schneller bin ich dann auch hier aus meiner Pflicht entlassen. Das wäre natürlich super. Aber ich hole langsam auf, ne?
Also, ich scheint doch ein bisschen. Obwohl, naja, sieht aber eigentlich so aus, als ob wir beide gleich schnell sind. Will der denn hin? Junge. Wo ist denn dein komischer Leuchtturm hier? In die Richtung, okay. Eieiei. Was ist das hier eigentlich? Status. Trefferpunkte. Ach, der regeneriert sich wieder beim Fahren. Ah. Das ist ja cool. Das war richtig geil. Okay. Sehr so. Gut. Dank ist immer besser als Zank. Ja, ne? Finde ich auch. So, dann haben wir das schon mal geschafft. Dann gehen wir mal hier oben hin. Und bergen das Ganze. Ich hoffe... Ja, okay, ich bewege mich dahin. Dann lasse ich das jetzt mal im Hintergrund laufen. Ja, und dann würde ich auch schon fast sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.